Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute schauen wir uns mal die Rain of Glitter von Veko aus dem Penny an. Das ist nämlich eine Neuheit für dieses Jahr, also Silvester 2023-24. Die Batterie hat 50 Schuss, brennt ca. 55 Sekunden, hat 432 Gramm NEM und wenn mich nicht alles täuscht, dann hat die 22 mm Kaliber und kostet dafür 19,99 €. Ob sie sich dafür lohnt, das schauen wir uns jetzt mal an. Eigentlich eine ganz schöne Batterie, hat auch ein Finale, das gefällt mir ziemlich gut. Und dem einen oder anderen von euch ist es vielleicht schon aufgefallen, und zwar, das ist die Painted Sky, die es früher mal im Lidl gab. Mittlerweile gibt es die da ja nicht mehr, da hat die aber 15,99 € gekostet. Jetzt hier die Rain of Glitter im Penny kostet 19,99 € und ich finde, der Preis ist noch okay. Allerdings, und auch wenn man im Hinterkopf behält, dass die mal 4 € weniger gekostet hat, dann gibt es da, finde ich, bessere Batterien für den Preis. Von mir gibt es also 3,5 von 5 Sternen für die Rain of Glitter. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zu dieser Neuheit in die Kommentare. Lasst mir auch gerne einen Like und ein Abo da für mehr Videos zu Feuerwerksneuheiten. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.